Yeah, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Also dem weiteren auf meinem Kanal, weil ich jetzt zwei habe und immer noch zwei. Egal. Ich spiele Shovel Knight, wie man es vielleicht sehen kann. Ich habe mir das Spiel einfach mal geholt und zock das jetzt. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut, aber wenn, dann mache ich das manuell. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe nur mal das erste Level angespielt, beziehungsweise gespielt. Nicht mit diesem Account, vor allem nicht mit dieser Datei, die muss erstmal gelöscht werden. Das war nur ein Test. So. Und jetzt schon kann das Abenteuer beginnen. Wow. Achso, wie nenne ich mich überhaupt? Ich nenne mich jetzt einfach mal ganz bescheuert. Ritter. So, habe ich es richtig geschrieben? Wahrscheinlich nicht, nein. So, jetzt. Und let's go. Ah, ne. Jetzt let's go. Oh mein Gott, die Vorgeschichte. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Okay. Von allen Helden war keiner strahlender als Shovel Knight und Shovel Knight, Shield Knight. Oh mein Gott, was für ein Name, Alter. Doch ihre gemeinsame Reise endete am Turm des Schicksals, als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber wirkte. Wow. Als Shovel Knight erwachte, war der Turm wieder versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Und ja, weiter. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Oh, mit einer Schaufel, okay. Sieht aus wie so ein Bauer im Ritterkostüm, na egal. Doch ein Held fiel, was doch ohne Helden, fiel das Land in die Hand des Bösen, der Bösen macht und verzaubert. Und was? Und der Zauberin so. Nun ist das Siegel des Turms zerbrochen und die Welt steht am Abgrund eines neuen Abenteuers, was? Ja, eines neuen Abenteuers. Ich kann super lesen. Nee. Und schon sind wir im Spiel, ja? Das geht ganz schön schnell. Also dieses Spiel ist jetzt schon ein bisschen älter, man wird es vielleicht kennen, vielleicht auch nicht. Es ist halt ein Indie-Game. Wow, ich kann voll dancen. Hab ich noch gar nicht rausgefunden, cool. So, ich zock das mit einem Controller, falls ihr es wissen wollt. Und wir können schaufeln. Und Gegner wegschaufeln und natürlich diesen Dings. Also es ist eine Mischung aus DuckTales und noch irgendwas. Und Metroid oder was weiß ich. Nee, warte mal, das Mega Man so rum. Ja, irgendwie ist halt, sind viele Spiele miteinander vereint und hab ich gehört. Nee, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich habe, wie gesagt, nur das erste Level gespielt, aber das ist dafür recht gut. Also nicht zu kurz, nicht zu lang. Wieso wurde ich jetzt getroffen und der Gegner ist trotzdem gestorben? Naja. Okay, es ist mal wieder ein Jump'n'Run und deswegen, weil ich ja demnächst zuletzt auch keinen Jump'n'Run auf meinem Kanal hatte oder so. Nein. Okay. Ja, Geld ist wichtig, glaube ich. Kann sein. Haben wir gerade eine Bubble. Ich habe sie einfach genutzt, um drauf hoch zu jumpen. So, ich bin noch ein bisschen erkältet. Was heißt erkältet? Halt so ein bisschen lidiert, würde ich mal sagen. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Also, dafür auch mal Entschuldigung, aber ich habe jetzt einfach Bock auf das Spiel. Außerdem muss ich auch was aufnehmen. Ah. So, yeah. Wow. Alter, willst du mich verarschen? So, die komischen Speicherpunkte kann man auch irgendwie kaputt machen. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Das habe ich nochmal gehört und ja. Das sind halt Speicherpunkte. Die kann man kaputt machen. Wieso sollte man noch das, wieso auch immer man das tun sollte? Ich weiß es nicht. Für Geld halt, aber naja. Werde ich nicht tun, weil falls ich verrecke. Oh mein Gott, ein Drache. Und er spuckt Bubbles. Wieso weiß ich gerade nicht, was das deutsche Wort für Bubbles ist? Blasen so. Yeah. So viel Geld. Oh mein Gott, schon 840 Gold. Wow. Yeah. Und down. So die komischen Totenschädel kann man einfach nur wegbashen. Ich weiß auch nicht wieso. Und die Musik ist auch grandios von dem Spiel. Also ich finde die geil. Ich weiß nicht, wer die Scheiße findet, aber das können ja nur Typen sein, die keine Indie-Spiele kennen oder so. Oder nicht die alten Spiele schön. Ist halt mal wieder ein Spiel der alten Schule sozusagen. Es wurde damals durch Crowdfunding auf Kickstarter produziert vor allen Dingen. Ja doch, gemacht. So. Glaube ich. Weiß ich nicht. Doch. Und ja, ist ein schönes Spiel. Schön.
Das Problem ist, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich mich nicht wirklich informiert habe. Meine Nase schon wieder auf den Sack geht. So. Diese Musikblätter kann man dann irgendwie abgeben bei irgendwas. Ich weiß noch nicht wo. Ich glaube in irgendeiner Stadt oder so. Stirb, Käfer! Yeah. Oh ja, das Spiel ist so vielseitig. Gut, ich glaube, das wird noch schwerer. Sollte es zumindest, weil sonst wäre es ja doof. Leitspiele sind immer toll auf in Let's Plays, weil da weiß man ja nie, was kommt. Ich meine, kommt auf einmal so ein fieser Typi und dann... Wow. So. Hier unter diesem komischen Blech haben wir ein Hühnchen, was nur dafür da ist, um uns zu heilen. Ist meistens vor Bossgegnern. Und... ist halt da, zum Heilen. Falls man wirklich so schlecht ist und in diesem ersten Level hier schon so viel Schaden genommen hat, dass du es gar nicht mehr schaffen kannst, ist da aber schon mal ein Hühnchen gewesen. Wieso auch immer. Mein Gott, komische Schleimviecher, voll aus Zelda, glaube ich. Weiß ich nicht. Der erste Boss, der wird dann auch recht simpel. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen, bis ich da bin. Oh mein Gott, Speicherpunkt. Yeah! Brumm, 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 brumm. Ja. Stirb! Das scheiß Schleim auch immer zwei Schläge brauchen, ey. Gut, und es gibt auch natürlich sehr viele Secrets in diesem Spiel. Wie zum Beispiel... ja, diese Wände, die wir schon jetzt mehrmals gesehen haben. Und die sind halt nicht immer so extrem gut markiert, glaube ich. Also wie gesagt, ich kenne das ja nicht, aber... aber man hört ja, was man hört. Scheiße. Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott, ich gehe einfach nur, da geht man einfach nur zum letzten Checkpoint zurück und verliert 3 Beutel von Geld. Ja, das ist total scheiße. Aber die kann man sich einfach wiederholen. Zum Glück. Das wäre ja auch sonst ein bisschen sehr fies. Oh. Ja. So. Diesmal schaffe ich es aber. Vor allem beim ersten Mal habe ich das hier perfekt durchgespielt. Und jetzt... verkacke ich hier so. Kriege ich das jetzt? Oh cool. Yeah. Yeah. Ja, ja. Schöne Musik. Ja. Diese Drachenviecher sind aber auch ganz schön nervig. Ich meine, die fliegen überall rum und machen eigentlich gar nichts. Hm. So, hier können wir natürlich auch durchbashen. Oh mein Gott. Ein fieser Typ, der tot ist. Hm. Wie viele Drachen platzieren die denn hier eigentlich in dem Spiel jetzt? Egal. Das war jetzt total mit Absicht, ja. So, aber da hätte man darauf kommen können, wenn man da die Leiter hochgeklettert wäre und hier war halt das Teil. Hier ist eine Truhe. Yeah! Super. Okay. Weiter. Wow. Nicht kaputt gehen. So, diese Stelle hier ist eigentlich nicht so schwer, wie sie aussieht. Oder viele Stellen sind eigentlich schwerer, als sie aussehen, weil die Steuerung halt recht gut ist. Also ich finde, die läuft recht flüssig. Es ist auch nicht sehr verzögert oder so. Weil manchmal ist es ja so, dass die Steuerung übelst verzögert ist. Das ist total, total scheiße. So, den töte ich jetzt. Oh mein Gott. Ja, eigentlich sind die Drachen mit die einfachsten Gegner. Muss man nur aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Oh yeah. Nein! Boah, gut. So. Der hätte mich nämlich sonst runtergeschoben. So viel dazu. Oh nein. Okay. Das habe ich denn nicht gesehen. Egal, Konzentration. Einfach durchgerusht. Das ist doch immer schön. Das ist die Frage, ob der Drache noch Geld hat. Aber eigentlich schon. Was? So. Ja, ein bisschen. Egal. So, ich will jetzt meine Packs zurück haben hier. Moment mal, wie sind das nur noch 2 oder sind das 3? Ne, das sind 3. Na, komm her. Danke. So. Wow. Ich dachte jetzt, ich fall schon wieder runter. Oh mein Gott.
Bum, bum, bum. Voll fies. So, man kann den Schlag, diesen komischen Dings noch mit einem Schlag abbrechen. Wer das mal wissen will. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst... Es wird wahrscheinlich noch Stellen geben, wo dann unter diesem Zeug dann einfach mal nix ist. Hm. Ich weiß es nicht, aber ist meistens so. Wieso ist da noch ein Schleim? Ich habe keine Ahnung. Yeah! So, jetzt ist diesmal da links der Geheimgang. Und cool. Yeah! Dass mir die Blasen aber auch wehtun, wenn ich da nicht mit der Schaufel drauf springe, voll scheiße. Yeah! Skill! Naja, ich glaube schon, dass dieses Spiel irgendwie Skill erfordert, aber egal. Wir gehen jetzt zum ersten Boss, meine Freunde, ja! Zum ersten Boss. Okay, Boss Time. Oh mein Gott. Der schwarze Knight. Black Knight, egal. Wusste ich's doch, dass du dich früher oder später blicken lässt. Der himmelsblaue Feigling. Wieso Feigling? Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nicht mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keine Zwist mit dir. Wieso Zwist? Was ist Zwist? Ich muss zurück in den Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind dir wohl die Sinne geschwunden. Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Alter, was ist das für eine Übersetzung? Verzauberin. Alter, das heißt Zauberin. Oder Hexe, was weiß ich. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal. Denn wer es auf die Verzauberin, Zauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Wähle deine Schaufel. Stähle deine Schaufel. Okay, oh mein Gott. Ich werde ihn töten. Also hoffentlich. So, die Taktik ist einfach nur draufkloppen. Also immer nur vorher kloppen als er. Oder schlagen, was weiß ich. Und der hat halt auch noch ein paar Angriffe, ein paar Fies. Eigentlich nur das Feuer, das kann man zurückschlagen. Und dann kann er noch die Attacke, die macht er mal viermal. Das ist voll fies. Oh, verdammt. Where? Konzentration. Where? Kannst du mal... Ja, komm. Danke. Nein. Oh. Was? Down. Nee. Der hat aber so viel Leben, Alter. Also eigentlich hat er nicht viel Leben, aber für den ersten Boss. Meistens ja in Indie-Games oder, nee, ich meine in so älteren Spielen immer so, dass man die meistens nur dreimal treffen muss oder so. Also ist das schon ein bisschen schwerer hier. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Was? Ich habe gar nicht auf mein Leben geguckt. Ach, verdammt. Ach Gott. Ja, ich glaube, ich werde oft sterben. Ach nee, boah, das Hähnchen nicht. Ja, diesmal ist der Dialog zum Glück nicht da. Das wäre ein bisschen scheiße. Okay, auf ein neues Trottel. Und bam! Komm schon, nein! Nein! Jetzt hab ich ver... Ey. Ich sollte mich anstrengen. Nicht so extrem rangehen, so. Nein! Oh nö. Komm, er ist doch gleich down. Nicht dein Ernst. Oh nein, ich bin so schlecht. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie verkacke ich den gerade. Moment, ich muss mal ganz schnell was machen. Ja, Pause. Okay, weiter. Ja, ist gut. Arsch. So, jetzt werde ich mich mal versuchen, nicht gleich so viel zu treffen zu lassen. Boom. Oh, schade. Das wäre jetzt geil gewesen. Was mache ich denn? Was? Was?
Man automatisch ruhig wird, wenn man sich anstrengt, Alter. Das ist voll fies. Vor allem sehr schwer ist der Boss eigentlich gar nicht. Ah, kacke. Komm! Oh, ich wollte dich. Ja! Er ist down. Gut. Yeah! Und rennt einfach weg. Der Arsch. So, damit wäre das erste Level geschafft. Und nach jedem Level kommt dann so eine komische Szene, wo man pennt. Macht Sinn, aber irgendwie auch wieder nicht. Na egal. Oh mein Gott, ein Traum. Shield Knight fällt fromme Decke. Scheiße. Nein, fangen sie auf. Was? Nein, egal. Yeah. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber naja. So. Wacht mal auf. Hallo? Wo bin ich? Achso, ist alles okay. So, dieses Feuer kann man ausschaufeln. Da gibt es auch im Steam Store. Also im Steam Store, im Steam ein Achievement dafür. Das habe ich jetzt natürlich aber schon. Oh mein Gott, ein Teil der Welt ist auf. So, und wir müssen jetzt hier ins Dorf. Weil weiter geht's noch nicht, aus irgendeinem Grund. Was? Fuggles. Okay. Halt, keine Waffen. Schlimm genug, dass hier jeder mit einem Schwert herumfuchtelt. Aha. Das ist ja gar keine Waffe. Nur eine Schaufel. Du kannst durch, Mann, du bist cool. Drücke nach oben, um mit denen zu sprechen, okay? Gut, ich glaube, man kann nicht in die Häuser rein, okay. Das ist jetzt irgendwie voll im Zelda 2-Style. Oh mein Gott, eine Pferdefrau, wieso? Maid. Hast du die alte Hexe in der Saftbar getroffen? Sie sagt die Zukunft voraus, aber mit ihr redet... Was, aber mit mir redet die nicht? Voll die. Interessant. So, das hier ist ein Barde. Und dem kann ich jetzt diese Musikblätter geben. Sei mir gegrüßt, Reisender. Ich bin nur ein einfacher Barde. Doch ich habe ein großes Problem. Ich habe all meine Notenblätter verloren. Mein komplettes Repertoire ist über das ganze Land verstreut. Solltest du ein Notenblatt finden, bring es mir bitte zurück. Ich belohne dich, fürstlich. Holla, du hast ja zwei Notenblätter. Ja, ich bin halt cool. Vortrefflich. Würdest du mir... Ich bekomme 500 Gold. Für jedes oder nur für eins? Achso, für jedes. Natürlich. Wundervoll. Lass uns mal sehen, ob du... Was? Oh, da hast du ja Schaufel in die Erde. Was? Ah, Ostinato, Trompeten, Triole. Gibt es etwas, das ich nicht in pure Magie verwandeln kannst? Das bin ich in pure... Was? Wieso spreche ich denn immer zu schwul? Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich die Lieder jederzeit für mich spiegeln. Einfach fragen. Gut. Also, ich glaube, der soll dazu da sein, dass man einfach die Lieder des ganzen Spiels hören kann. Wozu man sich auch den Soundtrack kaufen kann, aber das geht auch über andere Wege. Molly. Oh nein. Oh, das ist ein hübsches Gesicht. Was für ein hübsches Gesicht du hast. Alter, ich habe eine Maske auf. Du solltest uns öfter mal besuchen. Ja, ich glaube, das werde ich sogar wirklich. Yeah. Was ist das jetzt noch? Ziegelerder. Entscheidungen. Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern? Oder einfach... Ja. Okay, was? Kauf dir auch eine Essensmarke und hilf mir, mich zu entscheiden. Nö. Vielleicht später, ich weiß nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. So. Ich vermute mal, hier kann man jetzt Magie und Leben aufbessern. Aber da ich momentan nur Leben habe, ich level erstmal Leben. Suppe und Suppenhuhn, Hammel und Hack. Deine maximale Gesundheit erhöht sich beim Essen. Okay. Ach so, okay. Boah, Entschuldigung. Oh, der Part ist gleich vorbei. Das passt ja voll. Ja, ist gut. Danke. 1000, okay. Ja. Erster Kauf. Cool. Volles Achievement. Wieso freut er sich so? Hat er sich vorher auch schon so gefreut? Ich habe keine Ahnung. Eine Essensmarke her damit. Ja.
werde deinen Gaumen Handumdrehen entzücken. Entzücken. Also, bon appetit. Und tut mir leid wegen dem Chaos. Was für ein Chaos. Ach, was macht der da jetzt? Yeah. Cool. Ein Leben mehr. Ich kaufe mir mal noch eine, weil ich weiß genau, dass ich's. Okay, doch nicht. ich weiß genau, dass ich nicht so gut bin, aber. Was ist hier unten? Hm? Naja, ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part raus. Und das werden wir auch im nächsten Part rausfinden. Der dann der zweite sein wird. Was ein Wunder. So, bis dahin sage ich dann tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao. Falscher Knopf, ciao.